war eine ganz intensive Zeit. Ich bin dünn. Haben wir das jetzt als Innenraum erfunden. Ne? Man kommt hier rein und man hat da den Ausgang. Und das ist im Prinzip unser großes Atelier geworden. Schön. Und ja, auf die neue Stunde. Ja, Durchblick, also Raum und trotzdem Natur und Instabilität und Stabilität und alles war eine Herausforderung und das ist daraus entstanden und wir rätseln immer noch so richtig, wo es hingehen wird. Wir haben es letztendlich doch stabil geworden, ja, entgegen aller Ratschläge, die wir nicht befolgt haben. Das Motto hoch hinaus, doch auf dem Boden bleiben. Der Boden ist ja total weich, man kann nichts richtig befestigen. Ja. Und so haben diese Markierungslatten als wurden in den Boden gerammt und die dienen sozusagen zur Befestigung. Die langen Stangen sind dann daran befestigt und die Querstabilisatoren, die wollten wir eben nach draußen haben, damit sie den Raum also freilassen in der Mitte. Und wenn man vorne an der Tür steht, dann ist es erstmal zweidimensional. Und erst wenn man um das Objekt rumgeht, wird es langsam dreidimensional. Und ich habe eben heute, bin ich erst dazugekommen und habe dann diese Idee mit aufgenommen und habe das da hinten zweidimensional auch nochmal verplanet dazu gebaut. Auch mit diesen Stabilisatoren zur Seite und nach hinten und auch nach vorne, sodass wir da sozusagen eine zweite Eingangssituation dazu haben.